Am 11. Mai 2019 fand die Premierenausfahrt des von den Gendarmerienpolizeifreunden Kärnten gemeinsam mit dem Verein Nostalgiebahnen in Ferlach restaurierten Gendarmeriebusses BG 9700 statt. Abfahrt und gemeinsamer Treffpunkt war die Busspur vor dem Messeeingang in der St. Ruprechter Straße vor dem Landesarchiv. Eine 30-köpfige illustre Runde von Oldtimer-Fans und Mitgliedern der Gesellschaft war bei dieser besonderen Kulturfahrt mit dabei. Von Klagenfurt ging es dann mit unserem Lenker und Traditionsgendarmen Walter Müller in Originaluniform der Bundesgendarmerie nach Neuhaus zum Museum Leonik, einem wahrhaftigen Kultur- und Kunsttempel im Jauntal. Im Foyer des Museums gab es einen Empfang für die Gäste durch den Bürgermeister Gerhard Wisocny. Danach begrüßte der Bürgermeister von Neuhaus, der übrigens Mitglied der Gendarmeriefreunde Kärnten ist, die Gäste und erläuterte in kurzen, prägnanten Worten die Geschichte des Hauses. Im Anschluss daran konnte seine Gattin Helga die interessierten Besucher mit ihren hervorragenden und ungemein kunstgeschichtlich-fachlich fundierten Erläuterungen mehr als beeindrucken. In jeder Hinsicht gelang es ihr dabei, das umfassende Ganze und das dahinterliegende Konzept der tollen Privatsammlung Leonik in aller Kürze in einer informativen Zusammenschau zu präsentieren. Am Ende wurde noch ein kurzer Rundgang in das große Freigelände durchgeführt. Ein kulinarisch hochstehendes Finale gab es schließlich im bekannten Gasthof Hartl in Neuhaus, wo die kunstinteressierten Gendarmeriefreunde mit Schmankerln aus der Hardenküche verwöhnt wurden.